Mein Name ist Andreas, ich komme aus Oberbayern, aus Nöthen genau genommen. Und ich bin beruflich im Außendienst tätig und betreue im ganzen Chiemgau und in Oberbayern Kunden, Großhändler und Einzelhandel und mache dort eine technische Beratung. Und vor über 20 Jahren bin ich einmal beruflich unterwegs gewesen, nach Essen und habe eine sehr lange Fahrt hinter mir gehabt und habe dann nur runter müssen bis in Schwarzwald nach Bad Wildbad. Und in Bad Wildbad habe ich dann um 9 Uhr nachts ein Hotel gesucht. Und da bin ich auf das Hotel Sonnenbring gestoßen. Ich kann mich da noch sehr gut erinnern. Und habe da dort dann ein Zimmer gewünscht, bin reingegangen und habe nach einem Zimmer gefragt. Und der Hotelier, das war so ein ganz hagerer Mensch. Das war ein ganz unscheinbarer Mensch eigentlich. Dann habe ich gesagt, ja, er hat nur ein Zimmer und das kann ich gern haben. Dann habe ich gesagt, gut, das nehme ich. Und dann hat er mich begleitet aufs Zimmer. Und unterwegs habe ich dann schon festgestellt, dass da an der Wandlaute Bibelverse hängen und dass ich mir dachte, wo bin ich doch gelandet? Und mir ist damals seelisch nicht gut gegangen, meine Lebenssituation war zu der Zeit auch sehr schwierig. Und da ich einen wirklich langen, harten Arbeitstag hinter mir gehabt habe, habe ich mich entschieden, dass ich mich hinlege und schlafe und habe mir dann nachgedacht. Und in der Früh bin ich dann runtergegangen am Frühstückstisch. Und da hat er einen Büchertisch gehabt und auf dem Büchertisch war dann so eine Broschüre. Die habe ich in die Hand genommen und die hat damit sehr gut zu meiner Lebenssituation passt. Und dann habe ich da so drin gelesen und habe mich dann auch zum Frühstücken hingesessen. Und der Inhaber, der Christian Stiegler hat er geheißen, den Namen weiß ich nur sehr gut. Der hat sich dann zu mir hergesessen und hat ein Gespräch angefangen. War ja ganz normal einfach, wo ich herkomme, was ich mache, war völlig unaufdringlich. Und dann haben wir so einen Smalltalk gehalten und ich bin halt dann aufgestanden, weil ich weg müssen habe, weil die Termine ja praktisch in meiner Arbeit ständig plagen. Und habe mich dann verabschiedet, bin rausgegangen, habe also bezahlt, bin rausgegangen, bin ins Auto raus. Und dann ist er plötzlich so, ich sehe das noch vor mir, so ein bisschen abschüssig über den Hang, mir nachgelaufen, ist er runtergelaufen und hat so ein kleines braunes Büchlein in der Hand gehabt. Dann haben wir schon gedacht, was will der jetzt nur von mir? Ne? War so ein bisschen komisch, habe ich mir gedacht, so vom Eindruck her. Dann habe ich gesagt, ja, entschuldige, darf ich dir noch eine Bibel schenken? Und dann habe ich gedacht, naja, seltsam, weil er mir in meinem Leben im Außendienst noch nie eine Bibel geschenkt und im Außendienst erlebt man ja doch sehr viel. Man hat mit Menschen in vielfältigsten Gesellschaftsschichten zum Tor und ist überall unterwegs. Dann habe ich erst gedacht, nimm es oder nimm es nicht. Dann habe ich gesagt, naja, gut, er war sehr höflich, dann möchte ich natürlich auch höflich sein. Dann habe ich gesagt, vielen Dank, dann habe ich die Nummer und bin dann weggefahren und habe mir gedacht, na, komisch. So, für mich habe ich mir gedacht, das ist jetzt das für ein seltsamer Typ, der mir da eine Bibel schenkt. Gell? Und dann habe ich es so zur Seite gelegt im Auto und bin weggefahren und dann hat es ungefähr eine Stunde gedauert. Dann bin ich doch an den Parkplatz rausgefahren an der Autobahn. Und habe dann diese Bibel aufgeschlagen und ich habe dann damals einen Römerbrief aufgeschlagen, da kann ich mich noch gut erinnern. Und habe da dann angefangen, einen Römerbrief zu lesen und da bin ich auf Römer 10,9 eben mal gestoßen. Ne? Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Und habe das dann mehrfach durchgelesen und ich habe das gar nicht verstanden, weil ich gesagt habe, wer Jesus mit seinem Mund als Herrn bekennt und von Herzen glaubt, dass er auferstanden ist, der wird errettet. Und dann habe ich gedacht, was sagt das mir und warum interessiert mich jetzt die Stelle? Dann habe ich gedacht, dann gesagt, mir hast du heute irgendwie was an der Murmel, stimmt mit dir irgendwas nicht mehr, gell? Und habe dann hinten auch die Gebete da zum Lesen angefangen. Und habe mich dann da tatsächlich entschieden, dieses Gebet zu sprechen, meinen Schluss Jesus Christus als meinen Retter anzunehmen. Und dann ist mir ganz komisch geworden, was ich heute noch sagen. Und das Erste, was ich dann da habe, dann habe ich diesen Christian Stiegler wieder angerufen. Dann habe ich mir gedacht, also das muss man dir jetzt mal erklären, was da jetzt mit mir los ist und warum, dass ich das da lese. Und ich habe den dann angerufen, ich kann mich erinnern, er hat dann abgekommen, habe ihm das erzählt, dass ich jetzt da in der Bibel lese und so. Und dann hat er da gleich zum Beten angefangen. Dann habe ich gedacht, meine Güte, wem hast du da jetzt getroffen, gell? Und eigentlich war es ein bisschen, ja, erst mal wie so eine Schocksituation. Ich habe sowas noch nie erlebt gehabt, werde es auch nie mehr erleben, weil war natürlich rückwirkend eine wunderbare Wiedergeburt. Und ich bin dann auch weitergefahren, bin nach Hause gefahren und dann hat mir das keine Ruhe gelassen. Dann habe ich immer wieder in dieser Bibel gelesen. Und dann habe ich den Christian Stiegler wieder angerufen
Und dann war er sehr liebevoll und aufmerksam und hat mir eine Gemeinschaft verwiesen, wo ich hingehen kann. Und so hat mein Glaubensweg vor über 20 Jahren seinen Lauf genommen durch die Gideon-Bibel. Und mittlerweile bin ich selber bei der Gideon Mitglied und verteile Bibeln. Derzeit natürlich Corona-bedingt auf der Autobahn, an die Parkplätze, an die LKW-Fahrer. Und der Herr schenkt da wunderbaren Zugang und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür.